Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge Nummer 27 von Astroneer. Ja, wir waren unten in der Höhle, haben da den Weg wieder zurückgefunden, glaube ich, bin ich gerade am Überlegen, aber eigentlich da oben aus dem Berg waren wir, oder? Wieso sind wir schon hier? Weiß ich nicht. Habe ich was gemacht? Ich habe bestimmt was entladen oder sowas. Genau. Alles klar, dann würde ich sagen, fahren wir da mal die Richtung wieder hin und gucken mal, dass wir da runterkommen. Dann müssen wir noch weiter planieren und so weiter, damit das klappt, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, ne? Also hier ist schon mal keine Biomasse mehr am Wagen. Die sollten wir mal gerade einpacken. Haben wir hier irgendwo Biomasse dabei? Ich sehe jetzt gerade keine Biomasse mehr. Ne, leider nicht. Die müssen wir neu abbauen. Also ja, der Quarz ist ja hier schon am Rennen. Ne? Das heißt, wir haben hier schon mal Glas. Das ist hier drauf. Wir haben Keramik und das letzte Woche, ach, wir brauchen Wolfram. Wolfram brauchen wir. So ist die Sachlage. Das bedeutet, wir fahren jetzt mit unserem Fahrzeug wieder in den Berg vielleicht. Ah, da ist schon alle, ne? V. Okay, das bisschen da vorne dran, dann macht das Fahrzeug noch gerade voll. Aber wir müssen auf jeden Fall Neues abbauen, sonst kommen wir nicht weit. Zack. Zack. Wir könnten ja eigentlich diese Plattform auch weiter geradeaus ziehen, ne? Mal freundlicherweise sozusagen, ne? War nur so eine Idee, ne? So, ja. So, hier nur gerade abbauen nochmal. Oh, ich habe schon einen Rucksack. Na komm, dann machen wir den zweiten gerade noch voll. So voll. Rucksack auf, gedreht, Teil angebaut. Und das zweite auch, aber diesmal an den Dingens, wenn es geht. Achso, okay, ist noch nicht fertig, ist noch nicht leer. Gut, dann halt nicht. Dann müssen wir es gleich machen, wenn er leer ist. So, jetzt haben wir das schon hier auseinandergerissen. Jetzt wollen wir in den Berg fahren, ne? In die Berge fahren. Und einen Packer haben wir auch noch nicht, ne? Ah, da haben wir wieder geschlafen, ne? Ist nur die Frage, wo war das, wo wir in die Berge? Ah, ich glaube da, oder? Das war hier bestimmt. Ah, hier ist ein Loch im Boden, wo wir jetzt zum Glück wieder rauskommen. Und hier ist Dingens, sag schon, noch. Ne? Genau. Oh, er hat sich das selber geschnappt. Das ist schon mal gut. Ist hier der Höhleneingang? Ja, da müsste er gleich sein. Ja, hier ist jetzt gerade etwas schwierig. Gehen wir mal so. Und
Nein. Genau. Werkzeug aus. Kriege ich den bis dahin gezogen? Nein, leider nicht. Das bedeutet, wir müssen da einsteigen und zurückfahren. Dann nochmal F drücken und hoffen, dass wir jetzt ankuppeln können. Geschafft. Und hoffen, dass wir jetzt hier reingefahren kommen. Nö, schauen wir nicht. Mit Schwung geht's. Einmal Strom bitte. Einmal aussteigen. Einmal hier hoch. Ach, da ist noch so ein Teil. Shit. Aber es soll nicht so schlimm sein. Dann nehmen wir doch unser Werkzeug. Und graben da mal grad durch. Ah, hat ja wieder gut geklappt, ne? Geht das so? Ja. Wo ist das Teil da? Und wie kommen wir jetzt hier weiter? Okay. Den müssen wir jetzt ein bisschen so setzen, dass der... Okay, hier könnte es vielleicht klappen mit beiden. Sehr schön. Und hier geht's hoch. Und da waren wir in der Höhle. Aber wir müssten jetzt hier eine Brücke schlagen nach da hinten. Gucken wir, ob wir das schaffen. Das sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus, oder? Nee, das ist schlecht. Da muss man ein bisschen was wegmachen. Aber wir können jetzt erstmal einsteigen und gucken, dass wir da hinfahren jetzt. Das sieht schon mal gut aus. Aber hier ist die hohe Kante. Da müssen wir auch noch was machen. Da müssen wir auch noch was machen. Ja, lass mal so machen. So, jetzt das Werkzeug mal gerade weg. Den da drauf. Geht schlecht. Ja. Dann unser Werkzeug wieder an. Also den wollte ich da gar nicht hingesetzt haben. Aber wenn wir den jetzt schon hier haben, dann hau ihn da hin. Ne, geht noch nicht mehr. Werkzeug. Schräge runtergebaut. Ja, die Schräge runterbauen war ein bisschen doof, ne? Das wäre die Schräge runtergebaut gewesen, ne? So, jetzt mal reinsteigen und jetzt mal gucken, ob wir da rumfahren können. Gut. Jetzt müssen wir hier gerade reparieren. Wieso kriegt denn der jetzt keinen Strom von dem da oben?
So weit waren die doch auch noch nicht auseinander, oder? So, jetzt geht's aber wieder. So, eingestiegen bin ich. Jetzt müssen wir gucken, ob wir hier weiterfahren. Sieht erstmal gut aus, oder? Kriegen wir das hier so gefahren? Machen wir gerade lieber ein bisschen Strom rein, obwohl ich, ja, bevor ich dann nachher kaputt bin, ne? Okay, hier ist jetzt ein bisschen tricky. Ich glaube, hier müssen wir noch mal bauen, dass wir das hinkriegen. Ja, das war wieder falsch, ne? Wieder gut geklappt mit dem Bauen. Dieses ist die passende Schräge vielleicht. Ja, ich glaube, jetzt können wir vielleicht runterfahren, ne? So, mal gucken. Da rein. Strom ist noch drinne. Ja, gestaltet sich gerade hier etwas schwierig. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das hier. So hinkriegen, dass wir einigermaßen eine gerade Ebene haben. Warum hat er sich jetzt so verständigt? Also so war der gerade eben, die mir gefiel, ne? So, jetzt gehen wir mal ein Stück nach hier, drehen uns um. Und dann sehen wir, dass es hier noch weitergehen kann. Muss nur aufpassen, dass wir da vorne nirgendwo an diese Viehzeug kommen, alles. So, jetzt drehen wir das Auto hier um und kommen dann da weiter. Sehr schön. So, und wo geht's weiter hier? Ah, okay, hier ist der Quarz. Ja. Einmal absteigen. Gucken, ob wir hier eine gerade Ebene haben. Schwierig. Aber da ist sie. Aber die ist schlecht. Die Ebene ist schlecht, die ist besser. Hier weiterhin drehen, umdrehen. Okay, das sieht erstmal gut aus, oder? Was haben wir hier? Da leuchtet auch noch was. Und das ist ein Container. Mittelgroßer Generator. F für einschalten. F für ausschalten. Kann ich den auch mitnehmen? Bestimmt, ne? So, den nehmen wir erstmal zum Fahrzeug mit hin.
Ich hoffe, ich kann den da irgendwie draufpacken. Natürlich nicht, ne? Aha, so geht's, alles klar. Jetzt habe ich den Generator da drauf, aber habe das Problem, dass ich den Rest nicht da dran kriege, ne? Und der skimmt da dran? Ne, der braucht was anderes an Strom, der Generator. Kohlenstoff braucht er, okay. Ja, jetzt habe ich das Lager hier, ne? Muss den Generator hier dann lassen, oder was? Schwierig. Was haben wir denn hier? Da ist ja noch was Grünes. Forschungsgegenstand. Auch sehr schön, ne? Ja, jetzt kannst du das nämlich dann auch noch austauschen. Und kannst das beides hier lassen. Können wir denn hier noch was entdecken? Das ist hier alles Schrott wahrscheinlich, ne? Ja. Was ist da hinten noch? Oh, oh. Das sieht mir zu gefährlich da runterfallend aus. Aber ist nichts Schlimmes. Wir müssen nur schnell kurz einmal gucken. Verlassener Rucksack. Okay, den nehmen wir gerade mal mit. Da ist noch so ein Forschungsgegenstand, aber wir müssen erst zum Fahrzeug wegen Sauerstoff. Aber wenn ich hier verläufe, ist das verloren, ne? Okay, jetzt habe ich den Rucksack aber nicht mitgenommen, ne? Wo ist jetzt der Rucksack? Da hinten ist er. Gut, das heißt, ich muss mir erst Sauerstoffversorgung bauen. Und ich habe ja nichts mit Sauerstoff, ne? Na, super. Tee geht nicht mehr, ne? Nein. Okay, das heißt, wir werden jetzt mit diesen zwei Teilen hochfahren und die wegbringen. Und dann werden wir wiederkommen und dann werden wir hier die Lager wieder nehmen und dann werden wir weiterbauen. Mache ich aber... Was ist denn das da hinten? Okay. Laterit, oder? Ja, Laterit, okay. Brauchen wir erst nicht. Wir gehen erstmal zurück und wie gesagt, ich mache das und das mal offline und wir sehen uns dann, wenn ich hier unten wieder leer ankomme, um das Lager aufzunehmen wieder. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.